Okay, so. Pokémon sind voll geheilt, also. Dann. Auf und davon. Ich muss jetzt noch gegen die Mila kämpfen und dann noch wie heißt sie? Cosima? Oh, hier mitten in der Stadt ein Battle. Ja, und dann halt noch sie und Cosima oder Cassiopeia, wie auch immer, dazu bringen, dass sie mit mir in den Schlund kommen. Wir müssen die Band wieder zusammenbringen. Bald ist es soweit. Ah, du bist es ja, Käffchen. Den Kampf, den wir heute austragen, ist ein Kampf unter Shams. Und wie es aussieht, sind nicht nur wir zwei gespannt, wer als Sieger hervorgehen wird. Aber niemand hier ist so aufgeregt wie ich. Alles ist bereit für das große Spektakel. Meine ganze Kraft gegen deine volle Stärke. In diesem Kampf wird sich zeigen, wer von uns beiden überlegen ist. Das ist geil gemacht. Warum nicht das komplette Spiel so? Wirklich, ich verstehe es einfach nicht. Hier in den Spielen steckt so viel Potenzial, was absolut nicht genutzt worden ist. So. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Endlich beginnt unser größter Kampf. So, Filinara ist jetzt erstmal gerade so ein bisschen die falsche Wahl. Ja, das Problem ist, wechsle ich jetzt raus? Ja, auf Donphan wechsle ich mal raus. Eigentlich, ja doch, da kann jetzt schon viel Schaden reinkommen und Wolverock ist schneller. Okay, Tarnsteine ist okay. Ja, gut, ist jetzt nicht okay für Fiaro auf jeden Fall. Der wird wieder echt viel Schaden davon kriegen. Die Terra mache ich nicht. Okay, Schlagbohrer sollte jetzt, genau, sollte nicht viel Schaden machen, ist eine Bodenattacke. Anders als das Erdbeben, das macht richtig Schaden. Ich habe dir damals von Typenvorteil erzählt und jetzt setzt du sie gegen mich ein. Okay. Biskugon. Oh, das war das Drachen-Pokémon. Dann kommt jetzt Filinara. Das war doch dieses Drachendings, oder? Das hat doch auch Ash oder irgendwie sowas, ne? Oder die Form. Irgendwie so ein Ding hat doch auch Ash, oder? Habe ich mal, glaube ich, gesehen. Nee, keine Terra. Oh. Au. Na, wie schmeckt dir so ein richtiger Angriff? Endlich muss ich mich nicht mehr zurückhalten. Okay, das wird jetzt nix. Das überlebt Felina aber nicht. Oh, Feli, du Vieh, du! Du geile Sau! Oh! Junge! Okay, ein Schlurm kommt, das ist kein Problem für Domfan. Ja, genau, ist Typ Stahl. Ja, Fiaro muss ich leider schonen. Also ich kann Fiaro nur einmal reinbringen. Oh Gott, Filinara ist so geil, wirklich. Deswegen ist Filinara im Team. Es hat den richtigen Spirit für dieses Team. Okay, Erdbeben. Oh, ist es schneller? Okay. Oh nein. Oh, da war ja was. Ach, verdammt. Och nee, das habe ich ja voll vergessen. Oh.
Oh Gott, ja. Ich bin übrigens gerade Champ geworden und so, ne? Ach Mist, das habe ich echt komplett vergessen, dass er diese Fähigkeit hat. Okay, jetzt für die Body Press. Ja, okay, sorry, Domfan, das war jetzt mein Fail. Okay, dann entweder muss jetzt 4 Auron einmal oder Ente mit Nahkampf. Wobei ich Ente halt noch aufheben möchte für ihr Starter. Also muss jetzt 4 Auron. Und ich hoffe, dass ich es danach nicht. Oder dass hier nach gleich irgendwas kommt, was ich ihr mit 4 Auron bekämpfen kann. Ja, Flammenblitz 4 Auron. Nein, und es überlebt. Ach, scheiße. Jo. Okay. Das wird spannend jetzt, so. Auf den Nahkampf gehe ich jetzt natürlich nicht. Ich denke jetzt noch nicht meine. Aber ich booste mal meine Initiative. Kann nicht schaden. Okay. Pamo. Tja. Das ist jetzt schlecht. Eigentlich möchte ich mich nicht heilen, aber ich glaube, da wird mir jetzt bald hier nichts anderes übrig bleiben. Ja. Uff. Ja. Okay. Okay. Das sieht gerade nicht gut aus. Surfer. Wie gesagt, ich möchte ungern eigentlich heilen. Jetzt wäre es natürlich toll, wenn ich den Terra-Typen Elektro hätte, weil dann würde das hier wesentlich mehr Schaden machen. Und Schlagbohrer, okay. Problem, ich hab keinen Top-Beleber, ne? Nee. Tja. Okay. Ich muss wirklich heilen, weil. Oder? Muss ich das? Leider kein Volltreffer. Hyperbohrer, okay. Okay. Es wird spannend. Okay. Das Ding ist kaputt. Jetzt kommt ihr Starter. Jetzt sind nur noch du und ich übrig. Wir kämpfen bis zum Letzten. Okay. Ich gehe jetzt aufs Ganze.
Jetzt beiß richtig zu, am besten mit Volltreffer. Leuchten hell die leuchte hell wie die Sonne, mein größter Schatz. Nein, jetzt kommt, ja genau, jetzt kommt noch die Terra-Kristallisierung bei ihr. Ah nein, es wird zum Typ. Tja. Bis eben hätte ich noch eine Chance gehabt, jetzt nicht mehr. Ich werde dir zeigen, wie stark mein Skelo-Krog ist, seit unserem ersten Treffen, seit unserem ersten Treffen geworden ist. Bitte nicht besiegen. Okay. 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 Ich muss mich heilen, sonst schaffe ich es nicht mehr. Jetzt muss ich hoffen, dass ich stärker bin. Naja, schneller bin. Also, wer ist jetzt beim Geisttypen mitgeblieben, hätte ich vielleicht gewinnen können, ohne dass ich heile, aber dadurch, dass es jetzt nur Feuer ist, habe ich natürlich verloren. Mein Typenvorteil. Soll ich mich nochmal richtig heilen? Ich gehe jetzt aufs Ganze. Okay, ich bin schneller. Und ich besiege es. Okay. Was für ein geiler Kampf. Wirklich. Ich sag's nochmal, warum sind nicht alle Kämpfe so, dass man hier wirklich an sein Äußerstes gehen muss? Das ist wirklich geil. So müsste jeder Kampf sein. Jeder Arena-Kampf. Klar, die Trainerkämpfe vielleicht nicht, aber die Arena-Kämpfe definitiv. Du hast das geschafft? Wahnsinn, du bist echt der Allerstärkste. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue. Ich habe wirklich alles gegeben und du hast mich trotzdem besiegt. Wirklich alles. Uff. Pokémon-Kämpfe sind einfach unglaublich. Sie machen nicht nur noch viel mehr Spaß, als ich mir je hätte vorstellen können. Tausend Dank. Oh Mist, das war zu schnell. Jetzt gönn dir erstmal eine Verschnaufpause. Und dann stürzen wir uns nochmal ins Vergnügen. Und welches Pokémon setze ich dann am besten im nächsten Kampf ein? Ich mag sie. Sie hat so den richtigen Spirit, ey. Wirklich. Sie liebt so das Kämpfen. Ich hätte mir noch gewünscht, dass man wesentlich öfter gegen sie kämpft, weil man hat sie ja oft getroffen und dann meinte sie halt immer so, nee, beim nächsten Mal und so hätte ich gewünscht, wenn es noch ein paar Mal öfter gewesen wäre. Aber okay. Jo, ich bin's, Peppa. Ganz ruhig, hüpf doch nicht so massiv, Fioso. Hat deine Stimme gehört und ist ganz aus dem Häuschenkäffchen. Ach ja, warum ich eigentlich anrufe. Erinnerst du dich noch daran, dass wir davon geredet haben, Zone 0 einen Besuch abzustatten? Ja. Natürlich tust du das. Ich wollte nicht an deinem Gedächtnis zweifeln. Die Sache ist die, dank all deiner Bemühungen hast du dir echt einen Namen gemacht. Deshalb haben wir jetzt zwei weitere Leute, die mit uns zu Zone 0 gehen. Mit so einer Truppe kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Zu viert sollte Zone 0 ein Kinderspiel sein. Also dann, wir sollten uns mit den anderen treffen. Treffpunkt ist das sogenannte Tor 0. Ich und die anderen zwei werden dort auf dich warten. Beeil dich, ja? Ich schicke dir die Koordinaten. Okay. Habe ich das schon mal gesehen? Wir warten auf dich, hörst du? Okay, also muss ich die gar nicht mehr anreden. Das passiert alles so. Alles klar, sehr schön. Ich möchte Eingangshalle.
Okay. So, wo muss ich hin? Da? Tunnel, okay. Dann da durch die Höhle durch, oder was? Ich schätze das, oder? Hinfliegen kann ich ja nicht. Ah nee, ich glaube, dann war ich da auch noch gar nicht, oder? Würde ich jetzt mal so ganz spontan sagen. Na, mal gucken. Oh, da gibt's Ditto. Ich mach das mal als Zielpunkt. Renne ich hier die Berge hoch, oder? Und hopp. Hallo? Wieso kletterst du nicht? Ich verstehe das manchmal nicht, wirklich. Aber dieses Hochklettern macht natürlich sehr vieles sehr einfach. Wow. Wolverock, oh, ein Osa-Ring. So ein Item. Gucken, ob ich dann nicht. Aber ich glaube, das sah ja schon draußen aus. Also müsste ich ja da hinkommen. Ah ja, da. Uiuiui. Ja, hier durch die Höhle hätte ich dann durch müssen. Okay, gut. Hopp. Okay, jetzt kommt eine Videosequenz. Ah ja, genau. Hey, hier drüben. Das hier ist das Tor 0. Es wurde gebaut, um Zone 0, die im Inneren des Schlunds von Balea liegt, zu observieren. Von da drin kann man den Schlund erreichen. Ach ja, das Pokémon, das du bei dir hast, Zone 0 soll der Geburtsort von Koraidon sein oder so. Vielleicht freust du dich ja, wenn es wieder in. Vielleicht freut sich ja, sich's ja, wenn es wieder in seine Heimat zurückkam. Naja, mir ist Wumpe. Die beiden Leute, die ich herbestellt habe, sollten beim Tor 0 warten. Gehen wir. Die Reise zum Ursprung. Okay. Sieht alles ein bisschen spacey aus. Boah, ganz schön dunkel hier. Aha. Huh, Käffchen. Ich hab von Pepper gehört, dass er hier haufenweise starke Pokémon, dass es hier haufenweise starke Pokémon geben soll. Man muss nur die Wörter starke Pokémon und Kämpfen erwähnen und schon kommt sie hier auch angerannt. In der Akademie nervt sie zwar ein bisschen, aber hier könnte sie tatsächlich nützlich sein. Wie bitte? Willst du dich mit mir anlegen? Aber dafür ist es hier jetzt viel zu dunkel. Wo sind denn jetzt die starken Pokémon? Das ist wirklich seltsam. Letztes Mal war das Licht an. Oh, jetzt ist es an. Was, aber wie? Ich habe es angeschaltet. Anscheinend war der Stromsparmodus aktiviert. Ich habe mich ins System gehackt und die Einstellung überschrieben. Oh, du bist die mit den flauschigen Evoli-Rucksack.
die mit dem Rucksack. Mein Name ist Cosima. Alles klar, schön, dich kennenzulernen, Cosima. Wir haben bisher noch gar nicht miteinander gesprochen, oder? Ich heiße Nimida und ich bin in der 1A. Du kennst dich also gut mit Computern aus, was? Magst du auch Pokémon-Kämpfe? Ux, die redet ja wie ein Wasserfall. Sie kennt sich eben mit Hightech-Kram aus, sogar der Direktor hat sie empfohlen. So jemanden brauchen wir hier. Als ich ihr gesagt habe, dass es darum geht, Käffchen zu helfen, war sie sofort zur Stelle. Abenteuer und so sind eigentlich nicht mein Ding, aber ich habe dir versprochen, dass ich meine Schuld bei dir begleichen werde, Käffchen. Und heute erfülle ich dieses Versprechen. Du scheinst solche Sachen ja überraschend ernst zu nehmen. Nun ja, mich kennt ihr ja schon. Ich bin Pepper, meine Hobbys sind Essen und Mafioso und biometrische Audifizierung erfolgt. Hallo Käffchen, ich habe dich auf dich gewartet. Wie es scheint, bist du mit sehr talentierten Verbündeten gekommen. Wer sind sie? Das ist meine Mutter, glaube ich. Was, Professor Antiqua? Nimida Matikelnummer? Cosima Matikelnummer? Okay. Danke, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen zu dürfen, Professor. Oder zumindest Ihre Stimme. Hast du ihr erzählt, was wir kommen? Als würde ich das tun. Bitte steigt zunächst hinab in den Schlund von Paldea. Mit dem Fahrstuhl zu eurer Rechten gelangt ihr in die untere Kammer. Du sag mal, Mama. Bitte begebt euch nach unten. Verstehen die beiden sich etwa nicht gut? Sieht so aus. Okay. Alles ein bisschen komisch hier. Ich bin mal gespannt, was sie von uns will. Halt einfach nur so sagen, hey, hier ist der Schlund, hier könnt ihr starke Pokémon fangen, wird da jetzt ja glaube ich nicht passieren, oder? Biometrische Audifizierung abgeschlossen, Zugang gewährt. Trotzdem zur unteren Ebene wird geöffnet. Boah, eine automatische Tür. Nein, ich denke, sie wird aus der Ferne gesteuert. Wenn ihr das Tor durchschritten habt, findet ihr euch über Zone 0. Käffchen, du hast Kyrenum bei dir, nicht wahr? Ja. Danke, dass du mit ihm zusammen so viele Abenteuer beschritten hast. Mit Hilfe der Reittechnik Leiten von Koreitern solltet ihr hinunter zu Zone 0 gelangen können. Gibt's hier keinen Fahrstuhl oder so? Und warte, was? Koreitern kann fliegen? Wenn ihr unten seid, melde ich mich wieder. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Mal wieder keine Antworten, typisch. Ich bin echt gespannt, was die Pokémon in Zone 0 auf die Pokémon in Zone 0. Los geht's, kommt schon. Sie kennt echt keine Angst, was? Wir sollten auch gehen. Okay. Bist du aufs Schlimmste vorbereitet, Käffchen? Immer. Okay, alles klar. Los geht's, dann hol mal dieses Pokémon raus.